Hallo und herzlich willkommen zu meinem 14. Oxygen-Stream. Hallo und herzlich Und willkommen. willkommen gleichzeitig zur großen Spendengala auf meinem Kanal. Moham. Dienstag. 12. März 2019. 8.26 Uhr. Venus 7. Internetzeit. Und jetzt erst mal ins Schild. Das Chatprogramm suchen. Und das Spiel starten. Was zum Glück um Welten schneller geht als bei 7 Days, was immer 3 bis 5 Minuten dauert. Wenn ich Spiel erstarte, nachdem ich einen Stream angemacht habe, hier Oxygen dauert 30 Sekunden. Laden. Beziehungsweise auch das Team vorher nochmal. Dauert noch ein paar Sekunden, aber insgesamt im Vergleich zu 7 Days das Spiel schnell geladen. Zack. 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 Wir sind dabei, nachdem wir jetzt sämtliche Wasserstoffanlagen integriert haben, also Wasserstofferzeuger 2 Stück und Wasserstoffabnehmer 1 Stück, bin ich jetzt dabei, alles aufzuräumen und Algen zu sammeln, damit ich in Zukunft auch wieder mit Algen arbeiten kann, falls ich das irgendwie möchte oder benötige. Da habe ich alles noch nicht so geplant. Hier zu tun gibt es nicht mehr, außer jetzt langsam ans Eis ranzukommen, hier zu kühlen, weil es ist heiß geworden auf meiner Base. Mir glüht alles und deswegen sind im Schlafzimmer die Dinger runzlig. Ich dachte zuerst, es ist hier Wasserstoff da, aber nee, es ist denen zu warm, den Pflanzen. Genau, hoppelt mal auf Arbeit. Und ich habe mir etwas überlegt, wie ich nämlich das Lagerproblem löse. Hi Tienchen, was für ein Zufall, dass du gerade reinschaust, Mensch. Hallo und herzlich willkommen zum 14. Stream zur großen zielführenden Spendengala, Spendengala. Das unter dem Motto steht, der Oste-Euro ist immer der schwerste. Ah, ja. Ich habe mir überlegt, wie ich das Lagerproblem löse. Vorgas drin. Ich glaube, Chlorgas löst sich mit der Zeit auf. Anders kann ich mir das nicht erklären. Morgens hier Brudi, was geht? Brudi ist eigentlich schlecht. Ja, was geht? Ich streame jetzt kurz vor Mittagessen, um die Zeit zu überbrücken, weil das Spiel mich süchtig macht. Und danach? Gibt's Essen und danach arbeite ich hart körperlich. Mal wieder. Aber das seht ihr alles in den kommenden Videos, die ich hochlade. Ach, habe ich noch viele Videos. Gut geschlafen, naja, Mittel. Es hat die ganze Nacht geregnet, da tropft es überall im Nachbarhaus. Keine Ahnung, wo da bei denen das Dach undicht ist, aber es tropft und tropft und tropft. Ich war schon auf meinen Dachboden zu gucken, ob es da undicht war oder ist alles staubtrocken. Also kommt das, die Tropfe die ganze Zeit vom Nachbarn, da habe ich so halb gut geschlafen. Und im halb guten Zustand, das macht deutlich schlimmere Zustände, aber im halb guten Zustand gehe ich dann. Was fehlt denn von Zutat? Groß ein, Pilz, Matschregel. Okay, da kann man das nochmal rausstellen. Ah,
Nachbarn haben mich vorher zum Fernseher wieder wach gemacht, aber gestern nicht. Also gestern ging es, muss ich auch dazu sagen. Ich habe jetzt eigentlich. Was ist solche Rohrpumpen? Angst, wenn ich das hier öffne, dass hier alles wieder rauskommt. Auf der anderen Seite ist das auch nicht schlimm, weil genau hier der Kohlendioxidwäscher ist. Muss man auf der Rohrleitung gucken. Die darf ich nicht abreißen. Aber Gas möchte ich mal abreißen. Nein, stopp. Mag es nicht. Ach, der Druck ist voll. Ach so, dann kann man es abreißen. Ich bin in letzter Zeit nur noch am Arbeiten. Oh, dafür biete ich euch auch schöne Videos, die richtig Laune machen. Lust auf mehr. Ja, das ist immer geil, wenn ihr auf dieses Wasser kommt. Und dass mir die Temperatur des Wassers bei 50 Grad anzeigt, das ist mega. Pflanzen so heißes Wasser brauchen. Auch langsam voller und immer voller. Diese Pumpe hier wunderbar sauber Wasser ausfiltert und das Dreckchen. Das liebe ich über alles, diese Pumpe. Dass man das so filtern kann. Wie hieß denn das Ding nochmal? Flüssigkeitsfilter. Flüssigkeitsfilter, ja. Das hätte ich. Ich hätte das ja Flüssigkeitssortierer genannt. Weil unter Filter denkt man, dass du das rausfilterst. Meistens Dreck. Das ist ein Flüssigkeitssortierer. Schauet, oh schauet, ist es der Ziel, der seine Stimme zum Morgen posaunet. Oho! Genau, heute gibt's morgens Streamen, weil ich heute nachmittags nicht streamen kann. Dafür gibt's morgen vielleicht noch nachmittags Streamen. Zu meiner großen Spendengala. Spendengala. Oder dem Motto, der erste Euro ist immer der schwerste. Deinen letzten Kommentar unter meinem Video fand ich mega. Da hatte ich ein Lachflash. Das war geil. Das war der geilste Kommentar, den ich seit Monaten gelesen habe. Wirklich mit Abstand. Also richtig geiler Scheiß. Das ist so ein geiler Kommentar. Der mit der Pizza? Der war auch gut. Ja, klar. Vor allem auch deine Pizza-Live-Kommentare hier bei mir im Stream. Aber nee, der mit der Schaufel. Ja, das war mega. Mensch, du schreibst solche Meisterwerke und dann kannst du dich selber nicht mehr dran erinnern, wie peinlich. Oh, hier sieht's gut aus. Guckt euch das an. Stress, gerade mal 1%, Gesundheit 100%. Und ich produziere 60.000 Kalorien, also den ist echt top. Jetzt hat der Wäscher auch schon mal ordentlich zu tun, ne? Reißt du bitte das Ding ab? Ja.
Komm, ich will nicht, dass er alles Kohlendioxid draufballert. Ach so, ja. Das scharfe Video war echt witzig. Ich musste mal Marcells Kommentar lesen. Ich wusste nicht, dass es so gut ankam, aber ich hatte in unter 5 Minuten 7 Likes. Ich dachte, die Leute halten mich jetzt völlig für bekloppt und die abonnieren alle. Und dann 14 Klicks, 7 Likes. What the fuck? Und dann kam noch 8er und ein 9er Like, glaube ich. Müssten schon 9 sein. Das ist ja eingeschlafen wie eine Bombe. Ich dusche ab heute nur noch Schaufeln. Was hast du denn jetzt wirklich damit gemacht? Beziehungsweise, wie geht's den Nachbarn? Auch das habe ich drunter geschrieben. Und zwar bei Mr. 1b habe ich alles drunter geschrieben. Und zwar stabilisiere ich damit einen Vorhang vor mein Zweitfenster, damit hier kein Sonnenlicht reinkommt, damit ich hier schlafen kann in der Stube. Ich habe das also als Stock verwendet. Wo ich eine Decke drum gewickelt habe. Ich habe auch noch kein Video zu gemacht. Kann ich vielleicht mal irgendwann mal machen, wenn ich zu viel Zeit habe. Dein neues Video geliked und kommentiert. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Das ist sehr gut. Ich kriege nämlich in letzter Zeit wenig Kommentare. Das macht mich immer sehr traurig. Da bin ich froh, wenn überhaupt mal jemand kommentiert. Vor allem auf meinen Zweitkanal. Auf meinen Hauptkanal geht's. Aber auf meinen Zweitkanal. Wenig Kommentare, wenig Kommentare, wenig Kommentare. Pennen die schon wieder? Jetzt muss das Ding ja die ganze Nacht. Mit Dioxid ausmachen. Was nicht geht, das geht schon kriegen, oder? Na doch. Jetzt atmen sie wieder den Raum leer, sind die immer am geilsten. Wie Raum leer atmen. Wusstet ihr, dass Atari-Spielkonsolen 1200 Watt brauchen? In Real Life nur 10. Der Mann weiß nicht zu helfen. Richtig. Selbst ist der Mann. Alle Stöcke hatte ich weggeschmissen letzte Jahre und da wusste ich nicht, wie ich diesen Vorhang. Also ein Teil, es ist eigentlich eine Sofadecke, die ich als Vorhang verwende. Ein Teil des Vorhangs ist um die Sofalehne. Ein anderer Teil ist um die Schaufel. Genau. Und die Sofalehne und die Schaufel. Und ein Stück ist noch um die Rollo-Dings gewickelt und dann unten alles zugedichtet. Und dann ist noch ein Außenrolle davor, das ist auch nicht ganz dicht, da kommt noch viel zu viel Licht durch und deswegen habe ich diese Decke rumgewickelt. Es ist ja richtig dunkel, wenn ich hier wieder schlafen muss, weil der Nachbar wieder Remi-Demi-Musik macht, muss ich wieder schlafen. Naja, atmet gerne Wasserstoff ein, oder? Auch hier 12% Stress. Ich habe schon überlegt, ob ich noch eine Stunde Freizeit mehr gebe. Hier ist auch schon ein Bad. Da ist ja jetzt wieder genug Wasser. Das Hauptproblem ist hier unten. Hier kommt nicht mehr genug Wasser hier rein, weil der Dreckwasser langsam immer weniger wird. Der Filter ist genial. Hier, zwei Arten Wasser. Das bereitet mir so viel Freude, dass ich Wasser und Gase trennen kann. Hier oben für die nicht eingeweihten, hier oben kann ich Gase. Und Sauerstoff und Wasserstoff. Eine Wasserstoffmaschine, Wasserstoff kriegt, das ist richtig geiler Scheiß. Hab ich dir mal erzählt, dass H2 mega Blickkontakt gemieden hat? Als er mich das erste Mal hintergesehen hat. Hinter wem? Hinter was? Als er mich das erste Mal hintergesehen hat? Hinter? Geht ein Wort? Aber generell kann ich schon was Blickkontakt meinen sagt. Da ist er schüchtern. Also da. Das ist eigentlich was Positives.
Das bedeutet, er denkt über dich nach. Ob das jetzt was Positives ist oder Negatives, aber du lässt ihn schon mal nicht kalt. Hinterrohr. Mach den, ich geschrieben habe. Das hat auch keinen Sinn. Hinterrohr gesehen hat? Oh Gott, schreibt mir den ganzen Satz nochmal. Du bist so faul wie ich, hast auch einen Bruder, ne? Rafft man sich. Als er mich das erste Mal Hinterrohr gesehen hat. Nein, er gibt keinen Sinn für mich. Das macht mir große Sorgen. Könnt ihr nicht atmen, auch gut. Oh, blockiert, warum? Weil die duschen gehen, kann die Maschinen nicht abpumpen. So viel fließt doch gar nicht durch. Nachdem ich ihm geschrieben habe, hat er hinterher die Kontakt gemieden. Ja, das verstehe ich. Das bestätigt meine Vermutung. Er denkt auf jeden Fall über dich nach. Ich müsste das Bockwort auftauchen. Ich habe eine Frage an ihn. Aber gestern in der Schul-AG haben wir in der Gruppenarbeit auch etwas miteinander geredet. Also nicht direkt, sondern in der Gruppe. Und wir sind auf das Gesagte jeweils eingegangen. Das ist ein schöner Anfang. Das ist doch super. Das wird schon noch. Bin ich mir ganz sicher. Haben wir unten schon aufgeräumt? Nein, ich hätte die erste unten komplett aufräumen lassen sollen, bevor ich das neue Projekt angehe. Mach das schnell zu, das Chlorgas entweicht.
Aber hat mich, glaube ich, angelogen, als er geantwortet hat, da hätte schon jemand. Ach so? Weil ich habe sein Profil auf einer entsprechenden App gesehen. Also entweder ist daraus nichts geworden oder hat gelogen. Natürlich schade, wenn er gelogen hat, ne? Hm. Dann brauchst du es nicht weiter zu versuchen. Dann will er nicht und hat das nur so damit gerechtfertigt. Ich überlege, ob ich die irgendwie auch von außen bauen könnte lassen. Ich habe ja auch ursprünglich mal Chlorgas reingemacht und ist komplett weg. Chlorgas verschwindet in der Zeit, glaube ich. Das löst sich auf. Wasserstoffdienst ist der Armer. Dann auch gar nicht nachgehen, das ist nervig. Sollte er, wenn er nie irgendwie Ernst hat, was sie nein sagt. Ne, außer mein Erscheinungsbild kaum was von mir kennt. Vielleicht gibt er zu viel aufs Erscheinungsbild, das weiß ich ja nicht. Das ist ja das, was mich beunruhigen könnte. Oder er hat sich schon eine Meinung gebildet aus einem simplen Hallo. Wer weiß. Genau, hau hier mal Stein nach oben. Kann das Chlorgas nämlich da hochziehen. Schneller! Schneller, schneller, schneller! Schneller! Schneller, schneller, schneller! Genau, Chlorgas sieht nämlich übers Kohlendioxid.
einfach ohne weiteres hier weiterwagen. Schon eine komische Situation. Ich tippe darauf, dass er eigentlich verunsicher ist und nur so auf richtig extrovertiert tut. Das aber da jetzt gespielt ist. Der frisst zum Beispiel auch an seinen Nägeln rum. Dass er anscheinend auch nicht nur Marotten sind. Ja, du könntest mit deinen Vermutungen recht haben. Vielleicht sogar schüchterner als du. Herrlich, wie hier Stokas nach oben zieht. Das ist ja mega. Aber dann müsste man sich doch umso mehr freuen, wenn sich jemand für einen interessiert. Ja, das ist zwar richtig, aber manchmal hält der Schiss vor einen ab. Ich kann nicht so eine Gelegenheit, dass sich jemand für mich stark genug interessiert hätte. Also, dass ich mich hätte freuen können oder schlecht dann davonrennen. Das heißt, ich kann ja nicht so gut mitreden. Lager sind doch noch nicht etwa voll, oder? Organisch, Moment. Hier können sie dann lagern. Aus irgendeinem Grund lagern sie es nicht ab. Stimmt, ich hätte da was. Ja. Gründen, die man nicht versteht, transportieren sie es nicht ab. Das handelt sich doch um einen Fall von arrogantes Arschloch. Das ist nicht auszuschließen. Hat er jetzt eine Sauerei gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Stimmt mit den Toiletten irgendwas nicht?
Hallo, Mr. Officer. Was geht? Also ich fahre mal zum Arzt und dann zur Schule. Viel Spaß! Oh Gott, ich dachte, mein Tag wird schlimm. Ich muss nachher noch zu ganz bösen Amt. Dann noch körperlich klären danach. Oh, das ist alles nicht schön. Oh, Baby. Baby.